Die deckend dunkelrote Bloody Mary Garnele ist zwar auch eine Neocaridina, aber der Farbschlag wurde nicht aus der Red Fire Garnele gezogen, sondern ursprünglich aus dem Farbschlag der Schoko-Zwerggarnele. Es ist je nach wissenschaftlichen Autoren nicht ganz umstritten, ob die Bloody Mary tatsächlich zur Art der Neocaridina Davidi gehört. In manchen Büchern wird sie deshalb als Neocaridina Spec Bloody Mary bezeichnet. Es wird spekuliert, dass es sich hier eventuell sogar um eine Hybride zweier unterschiedlicher Neocaridina-Arten handeln könnte. Aber das weiß man leider noch nicht so genau. Fakt ist, Garnelen dieser Farbe tauchten zuerst in Taiwan in den Zuchtbecken einer Großzüchterei auf und wurden dort gezielt weiter vermehrt. An die Wasserwerte stellt sie keine hohen Ansprüche. Der pH-Wert sollte zwischen 6 und 8 liegen, die Gesamthärte maximal 20 und die Carbonathärte maximal 16 Grad sein. Genauere Angaben findest du in unserem Hauptartikel über die Neocaridina Zwerggarnele. Bei der Bloody Mary liegt die rote Farbe nicht wie bei der Red Sakura in der oberen Pigmentschicht, sondern in der Unterhaut. Daher sind diese roten Zwerggarnelen besonders eindrucksvoll rot gefärbt. Ihr tiefer blutroter Farbton hat eine gewisse durchscheinende, leuchtende Qualität. Im direkten Vergleich sieht man den Unterschied zwischen der Bloody Mary und der Red Sakura ziemlich gut. Bei Bloody Mary Zwerggarnelen tritt ein Rückenstrich nur ausgesprochen selten auf. Die Eifarbe der Ziergarnele ist goldbraun bis dunkelbraun und damit viel dunkler als bei der Red Sakura. Idealerweise sind die Beine, die Fühler und der Schwanzfächer der Bloody Mary ebenfalls vollkommen durchgefärbt. Nach dem Schlupf sind die jungen Bloody Mary Zwerggarnelen schon recht früh deckend gefärbt. Die volle Farbdeckung kommt allerdings auch erst etwas später. Die Intensität des Rots, der Farbton und die Farbdeckung, vor allem der Beine, der Antennen und des Schwanzfächers, kann man durch gezielte Selektionszucht verbessern. Da es sich bei der Bloody Mary um einen noch recht neuen Neocaridina-Farbschlag handelt, können im Nachwuchs im Garnelenaquarium immer noch dunklere Tiere fallen. Gegebenenfalls muss man hier noch etwas selektieren, um einen wirklich reinen roten Stamm zu erhalten. Die Bloody Mary gehört zur sogenannten schwarzen Linie und gehört in dieselbe Verwandtschaft wie die Schoko und die Black Sakura. Man kann sie problemlos mit Schokos und mit Carbon Rilli, Black Sakuras und sogar mit Blue Dream und Blue Carbon Rilli Garnelen halten, ohne dass wildfarbige Garnelen im Nachwuchs auftauchen.